Da mit dem Schinkenspeck, das ist mir fast zu klein, was da herkommt. Das ist jetzt klein und schneiden wir was runter, ist ja nicht so breit. Einkaufen ist für Thomas Fiegelmüller immer eine große Aktion. Anderthalb Stunden muss er dazu nach Saalfelden ins Tal absteigen. Dann passt es wieder für die Wochen. Was passiert denn, wenn man sich da verkalkuliert? Das muss ja für eine Woche reichen. Ja. Das ist mir am Anfang öfter passiert. Dass ich dann kein Brot gehabt habe oder kein Käse mehr. Jetzt habe ich schon ungefähr einen Überblick. Dankeschön. Bis zur nächsten Woche, gell? Genau. Passt. Zum Danke. Es war ein langer Weg mit vielen Stationen, bis Thomas Fiegelmüller hoch in den Salzburger Alpen eine neue Heimat fand. Er lernt Koch im noblen Hotel Imperial in Wien. Dann studiert er nochmal Theologie und wird Gefängnispfarrer. Später geht er als Eremit in die Wüste. Immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Nach der Sahara, jetzt hoch oben im steinernen Meer. Seit dem 17. Jahrhundert leben hier Eremiten. Wenig hat sich in der Einsiedelei St. Georg verändert. Thomas Fiegelmüller schätzt sein Heim oben auf 1000 Metern. Doch die in den Berg geschlagene Felsenwohnung hat kein Wasser und keinen Strom. Solch ein Wohnsitz zwingt zum Umdenken. Und Hausmann Thomas lernt schnell. Wenn man viel kocht, muss man viel abwaschen. Und ich habe das Wasser zum Herauftragen. Und von daher muss man auch mit dem Wasser sehr sparsam umgehen. Und von daher muss ich ehrlich sagen, habe ich die meiste Zeit also auch kalt gegessen. Und das, was sich bewährt hat, ist so ein Schinkenspeck, Käse. Ja, wenn man von dem Hotel Imperial weggeht, es bleibt eigentlich gar nichts. Edelgastronomie und Luxus bedeuten ihm als Einsiedler nichts mehr. Doch Lebensmittel sind ihm auf all seinen Stationen wichtig geblieben, gerade in der Wüste. Damals in der Sahara war die Datteln. Also die frischen Datteln, die man ja hierzulande also kaum in dieser Qualität bekommt, die sind saftig, nahrhaft. Eingeheizt werden muss hier oben das ganze Jahr. Da gehört Holzhacken zu den täglichen Pflichten. Für Fiegelmüller aber auch eine spirituelle Übung. Ich muss alles von unten rauftragen und das geht in die Muskeln. Und das ist aber auch gut, weil körperliche Arbeit auch ein Stück weit den Geist frei macht. Als Rückzug auf das Wesentliche, so versteht er seine Askese, der Kopf wird freier. Längst hat er entdeckt, Verzicht ist kein Mangel. Verzicht macht ihn reicher. Das gilt auch fürs Essen. Je einfacher, desto köstlicher. Wenn ich mich einübe in geistigen Dingen, dann fange ich auch wieder an zum Schmecken. Meine Geschmacksnerven, die sind ja oft im Alltag mit allzu viel und allzu undifferenziertem Essen, sind die überlagert und man schmeckt nicht mehr. Und da habe ich den Eindruck, ich schmecke das Leben. Das asketische Leben machte Bruder Thomas zum wahrhaftigen Genießer. Der Genuss liegt darin, dass ich das Brot, das von Bauern gemacht wird, das schmeckt man. Es würde eigentlich das Trockenbrot schon sehr gut schmecken. Dann kommt eine Bauernbutter drauf, die schmeckt man noch einmal. Und dann kann ich eben gleich da draußen meine Kräuter schneiden und dann aufs Butterbrot geben. Das ist ein Hochgenuss, das kann man kein Fünf-Hauben-Lokal bieten. So schmeckt Askese, ein Butterbrot mit Kräutern. Der Himmel auf Erden kann da nicht mehr weit sein.